willkommen zu einem weiteren Stream von Bio Prototyp. Ja, ich habe extra einmal ist mir was passiert, warum letzte Woche, warum ich letzte Woche kein Stream hatte, weil einfach was passiert ist auf der Arbeit und ja, somit hatte ich so starke Schmerzen, dass ich das nicht ausgehalten habe und ja, somit geht's dann halt, geht's mir jetzt soweit wieder gut, dass ich halt wieder streamen kann. Und ja, wir starten hier auch gleich rein. Warum ich anfange mit Bioprototyp ist ganz einfach. Jung, die Musik ist etwas laut. So, ich habe es noch mal ein bisschen leiser gestellt. Hat nämlich einen folgenden Grund. Es gibt neue Sachen. Ne? Und die möchte ich halt freischalten. Und wie genau? Ne? Genie, verrückt. Pfennigfuchse, ach so. Ja, und was ist hier? Magen. Beenden Sie ein Spiel mit nur einem Gehirn mit Stufe 1 oder höher. Ach so. Ich darf also keine weiteren Gehirne mir zukaufen. Das wird bisschen schwieriger. Weil man halt gucken muss, mit wem man das macht. Und den Pfennigfuchs, den Pfennigfuchser auf ja, ich habe nicht mehr Kreaturen, also starte ich auf 2. Weil eins wäre mir zu einfach und zwei ist für Eingewöhnung ganz gut. Also der Bioprototyp nicht kennt, das ist der aktiviert das richtige, sobald ein Gegner mit einem Statuseffekt betroffen ist. Und wir haben hier auch Hörner des Dämons. Schaden. Ja. Nerven nehme ich ganz gerne. Oh. Netzhaut des Sehners. Aktiviert das Recht, sobald das Tiefeorgan den Gegner getötet. Okay. Das noch mit. Ah, so sieht jetzt die Trainingskammer aus. Gut. Guten Abend. Mirko.
Ja. Ne, ich habe noch nichts, also weiter mit Kampf. So. Ja, gut. Nein. Ja, Daumen ist das auf jeden Fall schon mal. So. Na komm. Komm, jetzt. Autsch. Ein Leben verloren. Na, 4 Sekunden. Jetzt in der zweiten Runde zu sterben, ist doch nicht peinlich. Auch wenn es nur eine. Ja. Okay, du bist ein Nuller, du hast wenigstens noch ein. Ich nehme mich noch mit. Sobald das linke kritisch trifft, du bist neu und du bist Nachwuchs. Hm. Ja, kritisch ist okay. So. Sobald das Ding jemanden tötet, wird das aktiviert. Und dann kann man halt noch ein bisschen was machen. Oh, Sammelreichweite 100 und nicht mehr 50. Oh, ach, doppelt so teuer. Alles klar. Stimmt ja. Das ist ja jetzt doppelt so viel wert, weil ich ja mit dem Pennyboxer ja spiele. Yo. Okay, du bist ein Pilz, du machst schon mal ein bisschen mehr Schaden. Oh, und mit Giftsack ist das Ganze nicht schlecht. Okay, jetzt wird's gemein. Weil, wenn man das nämlich. Oh, nicht genug Dauer. Okay. Dann schießt Pilze. Sobald das tötet, wird Gift freigesetzt. Das sitzt dann. Na, Mist, kann ich nicht. Das ist meine Kombination, die ich mal ausprobieren werde. Sammelbereich 100, genau. Falls was nicht mit dem Ton oder so stimmt, ganz gerne schreiben. Na, also, da versuche ich dann das dann schon anzupassen. Jo, eine Bossleiste. Das sieht man auch mal so ein bisschen, dass die Bosse auch mal so Leben haben. Die Kleinen, bei denen sieht man das nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber bei den Zwischenbossen sieht man das. Das ist schon mal so ein bisschen fairer, damit man so ein bisschen weiß, was so ein kleiner was nicht. Ich habe Spinnennetz und Nachwuchs. Okay. Sobald ein Boss oder Elite-Gegner getroffen wird. Okay. Sobald der Effekt des linken Organs endet. Okay. Tötet Feinde im Blitzschlag. Ja, je weiter dieses Organ rechts wird, desto weniger Basisschaden. Du hast. Okay. Dich
kann ich ja mal ausprobieren. 63 minus 10. Boah. Das ist schon ordentlich. Sobald das Gift ausläuft, wird der aktiviert. Und ich darf kein zweites hören. Sound ist etwas laut. Okay. Gut. Da. Tolle Aufgabenoption. Effektlautstärke. So. Jetzt ein bisschen besser oder immer noch schlimm? Weil ich kann es regeln, ich habe Kopfhörer auf. Ihr müsst es mir sagen, weil das ist für mich das Ende. Besser, danke. Oh, so sitzt es. Okay. Nicht. Okay, das ist also. Okay, wer in Angriffsreichweite kommt, kriegt Schaden. Organ, okay. Das ist auch mal netter Nebeneffekt. Weil ich kenne das nur mal anders. Yo. Und das schießt dann auch, wenn das jemand killt, auch noch Gift. Und okay, das ist wirklich nicht schlecht. Herz und Muschel erhält. Okay, erhält 2 Ladungen pro Sekunde, wenn du auf der Stelle stehen bleibst, was hat man der rechten Seite? Okay, nee. Flügel, ach. Nimm ich dich mit, sobald ein unbeschadeter Gegner getroffen wird. Okay. Was macht das? Er schafft einen Magneten einer zufälligen Stelle auf der Karte. Aktiviert sich bei Regeneration oft mindestens ein Ziel des Organs zwischen Wurzel und Hirn, senkt die Regeneration. Okay, dich halt einfach nur mal mitnehmen. Ich muss jetzt Organ Seltenheit, zusätzliches Leben, Tempo. Crit-Multiplikation, nein. Organ Seltenheit, das hau ich mal noch hoch, damit ich halt seltenere Organe bekommen kann, um halt mehr Schaden zu machen. Und halt eigentlich auch die Gehirne so weiterzuentwickeln. Aber war ich ja jetzt eine Herausforderung. Mache, darf ich das Gehirn nicht auf eine extra Stufe bringen, sondern muss jetzt Runden überleben mit Stufe 1 Gehirn. Okay. Aber zum Glück nicht auf einer hohen Schwierigkeitsgrad, sage ich mal. Sondern nur auf einem Schwierigkeitsgrad 2. Okay. Das Ding ist fast schon wieder Mumpet. Ja, das Ding ist Mumpet. Das. Okay, da muss ich mir was Besseres wieder einfallen lassen. Okay.
Hörschnecke nutzt das Rektorgan, das schafft eine temporäre Aura. Horn des Drachen. Nee. Stern, Bauch. Oh nee. Aktiviert sobald das linke Organ ein Kielgeheul. Ach so, das ist beim Geholfen getötet hat. Und du bist ein Darm. Du bist ein Schwert, du bist eine Lunge. Keti ist zum Verlangsamen nach Nasse. Aber dich kann ich wenigstens mitbenutzen, um halt die Mutation ein bisschen voranzutreiben. Oh, das Ding macht nur 5 Schaden. Oh, das ist schlecht. Sobald du killst, aktivierst du. Ja, das. Und Statuseffekt. Da muss ich dann. Ah, du hast nicht genug Dauer. Spirale funktioniert nicht. Mit Gift. Aber so verbrauche ich wieder alles für ein. Nee. Warte mal, nee, sobald du ausläufst. Oh, minus 50% schon, das ist schon heftig. Aber so hoffe ich einfach mal, dass das klappt. Und Sammelbereich, das kriege ich noch hin. Okay. Während Flügel aktiv sind, natürlich nicht genug Fruchtbarkeit. So. Nee. Das kann man
das zu machen. Okay. Ne, 50%. Dann recycle ich dich lieber. Und damit hat sich die Sache eigentlich hoffentlich schon sogar in Seltenheit hoffentlich schon besser geregelt. Okay. Blau. Wenigstens hoffe das weg, das weg. Sobald du killst, wird deaktiviert. Und sobald Statuseffekt tötet, wird deaktiviert. So, dann habe ich noch was besser. Basisschaden und Sammelbereich. Das geht sonst nicht auf. Na, okay. Komm, ich habe jetzt die Hörner habe ich jetzt verbessert. Das gibt es doch nicht. Und die Kritten sogar. Alter, wie stark sind die bitte? So. Alter, oder das Organ, das Aktivierungsorgan ist so ein Müll. Aber es geht nicht anders. Yes. Aua. Ein Herz wieder weg, verdammt. Das ist ja kein Problem. Okay, was zeigt mir jetzt der Pfeil an? Ah, Organe, cool. Das ist heftig. Ich habe keine Liebe, Boss, ich habe nichts. Ich habe keinen Statuseffekt. Oh Mann. Na komm. Verdammt. Ja, eine goldene Wirbelsäule mit 154%. Oh Gott, ey.
So. 41. 27. Nicht genug Fruchtbarkeit, aber den 41er nehme ich mit. Wenigstens das. Und Sammelbereich. Das ist das Wichtige. Ja, jetzt geht's los. So sieht doch mal Damage aus, ey. Ich hoffe, es hält auch. Ich hoffe, es hält auch ein bisschen länger. Und nicht so eine riesen Truppe wieder. Verdammt. Nicht treffen lassen. Ja klar, jetzt noch Boss. Ich bin am. Ich bin da. Ja, ich bin weg. Oh verdammt. Ja, das war's. Jupp. Forschung fehlgeschlagen. Verdammter Mist. Aber neue Runde, neues Glück, würde ich mal so schätzen. Oh Mann. Den Müll muss ich mir jetzt wirklich. Ich hatte einfach kein Killspeed. Sobald das linke Organ beim Kill geholfen hat, nee. Unbeschadet, dann nehme ich die Koralle. Oh Mann, das ist doof. Das ist wirklich doof. Na komm. Status-Effekt getroffen ist. Projektil. Wenigstens, wenn es gekillt hat. Dann kann ich dich wenigstens verwenden. Aber ansonsten habe ich hier das Problem. Status-Effekte unbedingt wieder nutzen. Aber dafür fehlen mir die richtigen Organe. Oh Mann. Ja, sie haben das Game schon etwas schwieriger gemacht. Als die letzten. Bevor ich die letzten Male so drin war. Okay, du hast 8 Schaden. Verhindert bei der Klärung, dass das rechte Organ kritisch trifft, sobald das linke endet. Ach nee. Insektenschleier. Lunge. Blitzschlag. Okay. Kann ich dich auf den Boden setzen? Nein, kann ich nicht. Was ist, wenn ich das... Okay, du hast nicht genug Fruchtbarkeit. 10, 8, 10, 19, du bist im Nahkampf. Also kill ich dich, wird der Nahkampf ausgelöst.
Ach so, und du wirst ja nur aktiviert, wenn er Statuseffekt hat. Sammelbereich. Komm, es geht weiter. Versuchen nächste Runde. Ja, genau so. Das ist ein guter Kill-Spiel. Hoffe ich zumindest. Einen Gegner trifft. Perfekt. Okay, und 116. Jo. Okay. Von einem Was macht das denn? Er schafft einen Eiskristall. Na, aktiviert sich bei Regeneration auf jedes Organ zwischen.